So, es ist spät und mein Rücken macht die ganze Sitzerei nicht mehr so wirklich mit. Deswegen mal wieder ein Liegevideo, gewagterweise. Hoch unprofessionell wie immer. Ja, also hier geht es mal wieder um Hans Blumenberg und an etwas, das man bei Hans Blumenberg erschreckend gut lernen kann oder sehen kann. Man könnte das nennen die nicht intendierten Langzeiteffekte von Sprache im weitesten Sinne, von Sprachbildern, Metaphern, Unterscheidungen, Begriffen, weil eben Hans Blumenberg, man könnte sagen, Meme oder Kulturreime oder eben Metaphern, manchmal auch Mythen, ganz bestimmte Geschichten über die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg in ihren Metamorphosen verfolgt, wenn man denn von Metamorphosen sprechen will. Jedenfalls kann man sehen, dass sehr viele Dinge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem ganz bestimmten Kontext erfunden wurden von Menschen, sich langfristig auf eine Weise entwickelt haben und ausgewirkt haben, die den Erfindern dieser kulturellen Formen mit, ich würde sagen, nicht nur großer Wahrscheinlichkeit, sondern absoluter Sicherheit nicht vorgeschwebt haben. Und wir können also so sehen, dass sich sozusagen die Schöpfungen von Menschen, zumindest im sprachlichen Bereich, wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, emanzipieren von ihrem Schöpfer, dass sie sich loslösen von dessen Absichten und eine ganz faszinierende, natürlich nur für den Historiker, faszinierende Eigendynamik entwickeln, die eben nichts mehr zu tun hat mit dem, sowohl was der Schöpfer dieser Formen beabsichtigt hat, aber auch was weit über das hinausgeht, was sich der Schöpfer dieser Formen überhaupt hat vorstellen können, was daraus mal werden könnte. Und das hat natürlich, wenn man das dann so klar vor Augen hat, wie das Hans Blumenberg einem vor Augen stellt, könnte eine demoralisierende Wirkung haben, also nach der Devise: Wenn ich jetzt selber irgendwas in die Welt setze, dann entwickelt sich das ja auf eine Weise, die ich eben nicht vorhersehen kann, die ich nicht unter Kontrolle habe, die eben auch Auswirkungen haben kann, die mir selber überhaupt nicht lieb sind, also die ich nicht in der Welt sehen möchte. Und das könnte also zu einer Art, weiß ich gar nicht, Schaffensunlust oder Enthaltsamkeit führen, also einer Unfruchtbarkeit einer vorsätzlichen, weil man eben nichts in die Welt setzen möchte, wo man keine Kontrolle drüber hat. Also wenn man diese Schöpfungsmetaphorik, die beim Menschen natürlich immer sehr nah ist an dem ganz unmittelbaren Kinderzeugen, wenn man das also wieder rücküberträgt, dann kann man sagen, naja, wir setzen die ganze Zeit Kinder in die Welt, ohne dass wir wissen, was aus ihnen wird. Würden wir das einstellen, würde es uns nicht mehr geben. Also insofern ist Elternschaft immer ein Kontrollverlust. Also das spricht sehr stark. Dann ist auch die Frage, können wir das überhaupt? Also sind wir überhaupt in der Lage, aufzuhören, damit sozusagen Neues in die Welt zu setzen? Also haben wir überhaupt die Wahl? Also sozusagen bei biologischer Zeugung haben wir da möglicherweise die Wahl. Also wir können bestimmte Maßnahmen ergreifen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass wir eben keine biologischen Kinder bekommen. Bei kulturellen Kindern bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das so leicht zu stoppen ist. Aber die Frage ist auch, ist diese Demoralisierung angesichts des historischen Rückblicks oder eben, was man manchmal nennt, Historismus, also was immer mit sich führt, sozusagen, man würde es übertreiben mit dem geschichtlichen Blick, was ich bei Blumenberg zum Beispiel überhaupt nicht sehen kann oder absurd finde, sondern es ist ja eher halt eine beeindruckende Komplexität, die der Mann erfassen konnte, also wodurch er durchgeht, ohne sich da drin zu verlieren. Kunst ist eben auch dabei, nicht verloren zu gehen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass Blumenberg in seinem Durchgang durch die Geschichte wirklich verloren gegangen ist. Also, dass er seine eigenen Motive darüber verloren hat, weil er so viele Motive anderer würdigt. Also, die Frage ist ja, ist diese Demoralisierung die einzige Konsequenz, die man daraus ziehen kann, wenn man dann sieht, wie wenig die Schöpfer ihre Geschöpfe unter Kontrolle haben? Und mir scheint eigentlich eine andere Konsequenz sehr viel naheliegender, und diese Konsequenz ist, auf sich zu fahren, also sich einfach davon zu verabschieden, dass man die Langzeitwirkungen seines eigenen Sprechens, was auch immer man in die Welt setzt, außer Sprache, Erfindungen vielleicht auch,
Auch andere Formen von Schöpfertum gibt es ja, die mit Sprache rein gar nichts zu tun haben. Also, dass man sich das aus dem Kopf schlägt, dass man diese Langzeitwirkungen abschätzen kann, dass man eben auf Sicht fährt. Außer man glaubt natürlich, man ist tatsächlich schlauer als Menschen, was weiß ich, wie Platon, Augustinus, Nikolaus von Kues und andere. Was mir halt sehr gewagt erscheint, das anzunehmen. Also was man immer auch gegen diese toten, alten, weißen Männer sagen kann, wenn sie denn gar so weiß überhaupt waren, ist sicher es ziemlich anmaßend zu glauben, dass man selber intelligenter gewesen wäre, als die gewesen sind. Also man kann sehr viel gegen die ins Feld führen. Intelligenz scheint mir nicht der intelligenteste Einwand zu sein gegen sie, weil die Intelligenz, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigt, so offensichtlich ist, dass man davon ausgehen muss, dass die Leute halt auch nicht ganz auf den Kopf gefallen waren und dass sie hochwahrscheinlich schlauer waren als man selber. Und nachdem die das nicht konnten, ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass uns nicht das gleiche Schicksal erwartet. Also, dass wir sozusagen etwas können, was die Generationen vor uns nicht gekonnt haben. Auf der Ebene, also dass wir eben die Folgen unseres eigenen Schöpfens absehen können, das ist mir, wie soll man sagen, das scheint mir tatsächlich anmaßend. Ich glaube das nicht. Und wenn das eben so ist, wenn man sagt, ja, okay, also das geht einfach nicht, dann ist eben so Einfaches tatsächlich für möglicherweise Problemlösen oder zu sich stehen angesagt, dann geht es nicht um ewige oder Wirkungen oder Fernwirkungen oder Langzeitwirkungen, weil wir halt nur sehr begrenzt in dem Bereich, also was man nennen könnte kulturelle Evolution, die Langzeitentwicklungen unserer eigenen Geschöpfe absehen können, sondern wir können halt immer nur mit dem, was gerade da ist, in Resonanz sein und daraus unsere Schlüsse ziehen. Also wir sind sozusagen Resonanz zu der Gegenwart. Die Zukunft geht uns halt nur sehr begrenzt was an. Und das ist natürlich sehr gewagt in einer Zeit, wo wir in einer ökologischen Krise, wenn nicht Katastrophe, mittendrin stecken, die ja immer den Vorwurf mit sich führt, dass man eben früher hätte schon handeln können. Jetzt bin ich schon ein bisschen älteres Semester, also sollte mich dieser Vorwurf treffen. Ich fühle mich völlig frei von diesem Vorwurf, weil ich ein ökologischer Apokalyptiker schon war in meinen ganz jungen Jahren. Können wir mal sagen, warum habe ich nicht mehr gemacht? Ich weiß, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe. Ich habe nicht den Eindruck, dass früher mehr gegangen wäre. Also sozusagen, das hat auch kein Schwein interessiert. Wir hatten andere Probleme, die halt heute nicht mehr relevant sind oder schon wieder vergessen sind. Aber da ist halt auch das Recht immer der neuen Generation gegenüber der älteren Generation ungerecht sein zu dürfen und nicht nachvollziehen zu können, warum man damals so gehandelt hat. Außer man macht das natürlich sehr, sehr transparent. Also man schreibt Bücher, biografische Bücher und was auch immer, um das so ein bisschen das Lebensgefühl der damaligen Zeit irgendwie nachvollziehbar zu machen für spätere Generationen. Aber natürlich ist da immer Geschichtsklitterung dabei. Das heißt gar nicht immer, dass man sich jetzt schön färbt, aber dass man das also wirklich wiedergeben kann, was es hieß, damals dieses und jenes Alter ge gehabt zu haben, also zum Beispiel in den 80ern aufgewachsen zu sein. Das, glaube ich, ist sehr schwer vermittelbar tatsächlich in seiner Komplexität und Tiefe. Und so halt für jede andere Generation auch. Also wenn man also nicht glaubt, dass mehr gegangen wäre, als gegangen ist, dann wird man wahrscheinlich sozusagen seinen Frieden haben mit der Vergangenheit und man wird eher sich fragen in der Gegenwart, was ist jetzt gerade möglich, im Resonanz mit den gegenwärtigen Problemen und mit den gegenwärtigen Chancen und Möglichkeiten auch. Aber eben mit auch einer gewissen, wie soll man sagen, Fahrlässigkeit, was die Langzeitwirkungen angeht, weil man die eben gar nicht überschauen kann, nicht in der komplexen Welt, in der wir leben. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir überschauen. Also zum Beispiel wussten wir eben schon tatsächlich sehr, sehr lange, was es bedeutet, derart viel CO2 in unsere Atmosphäre zu pusten. Also sehr wohlgemerkt CO2, das nicht aus nachwachsenden Stoffen stammt, sondern das aus der Erde stammt und was eben, wenn man ja Millionen Jahre in der Erde war und jetzt eben in der Atmosphäre ist. Es gibt ja zwei Arten von CO2. Das eine ist das, was eigentlich schon in der Atmosphäre ist und ständig neu gebunden wird, was im Kreislauf ist. Und das andere ist ja eben das, was wir neu einspeisen in den Kreislauf. Also solche Dinge kann man durchaus absehen. Bei der kulturellen Entwicklung, bei der kulturellen Form, der kulturellen Evolution, da scheint mir deutlich weniger absehbar zu sein, zumindest wenn ich halt Blumenberg lese und sehe, welche Entwicklungen das genommen hat, was mal irgendwann vor 2400 Jahren zum Beispiel erfunden wurde oder vor 1600 Jahren erfunden wurde. Das sind also Dinge, die
die sicher nicht beabsichtigt waren, die dann später zustande kamen. Und das kann also sehr, sehr demütig machen vor der Geschichte. Das ist eine der vielen Dinge, die ich am Lesen von Hans Blumenberg wirklich schätze und mag, dass man also sozusagen von seiner eigenen Arroganz ein Stück weit geheilt wird. Wenn man gar nicht zu dieser Arroganz neigt von Natur aus, dann, ja, was heißt von Natur, also faktisch nicht dazu neigt, dann braucht man wahrscheinlich auch das Heilmittel nicht. Also Leute, die nicht total angekränkelt sind von zum Beispiel Philosophie unter anderem, die werden wahrscheinlich mit Hans Blumenberg nicht wirklich viel anfangen können, ist meine Vermutung, sondern man muss also schon ganz schön tief in der Scheiße drinstecken, dass man dann überhaupt nach diesen Stecken greift, um sich aus dem Sumpf so ein bisschen rauszuretten oder zum Atmen zu kommen und nicht ganz unterzugehen. Ceterum censeo, Democratiam esse sortienda.